Also herzlich willkommen an alle, die vor Ort sind. Herzlich willkommen auch an alle, die per YouTube mit dabei sind. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Wir möchten gerne mit der Keynote starten. Wir haben vieles Neues vorbereitet. Wir haben auch Dinge, die wir im letzten Jahr noch hinzugefügt hatten, über die wir vielleicht noch nicht so viel geredet haben. Und wir möchten aber als erstes beginnen mit einer Aktion, mit der wir das letzte Jahr beendet hatten. Und zwar mit der Special Edition für die Symbox Pro, nämlich der pinken Edition. Und dort ging es entsprechend um die Brustkrebs-Deutschland-Stiftung. Für jede Symbox, die wir verkauft haben in dem speziellen Farbton, haben wir 20 Euro gespendet. Und da freue ich mich, dass wir alle 100 Stück, die es gab, bereits verkauft haben. Und wir haben auch die Summe schon entsprechend überwiesen an die Brustkrebs-Deutschland e.V. Und somit vielen Dank an alle, die dort entsprechend mitgemacht haben und die Sonderedition gekauft haben. Ein weiteres spannendes Thema, was jetzt in den nächsten Wochen entsprechend ansteht, ist die Light & Building. Wir freuen uns, dass Ling und Janke unsere Produkte mit ausstellt, also die Symbox, und wir entsprechend vor Ort sein können, um sie zu unterstützen, um unser Produkt auch entsprechend zu präsentieren. Wenn ihr also Zeit habt, in der Gegend seid, kommt gerne vorbei. Wir sind in Frankfurt am Main in der Halle 12.1 am Stand D30. Wenn ihr ein bisschen mehr Zeit benötigt, irgendwelche speziellen Themen habt, könnt ihr gerne uns auch eine Mail schreiben. Dann nehmen wir uns noch mal ein bisschen mehr Zeit. Ansonsten kommt einfach vorbei. Wir sind am Stand wieder zu finden. Nun wollen wir starten mit dem Rückblick. Im letzten Jahr hatten wir die Version 6.4 und die Version 7.0. Und ich glaube, das größte Feature der Version war die neue Visualisierung. Wir haben dort einige Jahre daran gearbeitet und wahrscheinlich haben auch schon viele von euch die neue Visualisierung entsprechend ausprobiert. Ich kann euch nur noch einmal einladen. Ladet es herunter. Jeder, der die 7.0 hat, kann direkt damit starten. Man kann die sich zusätzlich erstellen, aktivieren. Das beeinträchtigt auch nicht eure alte Visualisierung oder euer Webfront, sondern das ist einfach zusätzlich aktivierbar. Man kann es, wie gesagt, ausprobieren und einfach schauen, wie fühlt es sich an, wie sieht meine Visualisierung mit den Kacheln entsprechend aus. Es gibt auch einige Webinare dazu. Das heißt, wer noch keine Zeit hatte, dem, wie gesagt, möchte ich dazu einladen, einfach ein bisschen auszuprobieren und zu schauen, was man alles machen kann. Man kann sehr, sehr viel anpassen und so gesehen Dinge für sich customizen, sodass die neue Visualisierung ja viel mehr Vielfalt bietet, wie das alte Webfront, was dann doch eher starr gewesen ist. Ein nächstes Thema, über das wir noch nicht viel geredet hatten, ist unser OPC-UA-Modul. Das kam mit IP-SymCon 6.4. Es gehört wie das BugNet-Modul zu einem von den kostenpflichtigen Modulen. Und wer vielleicht aus dem industriellen Umfeld kommt, für den ist das genau das Richtige, dass er seine Maschinen oder seine Systeme, die OPC-UA sprechen, super einfach in IP-SymCon einbinden kann. Es funktioniert wie alle Module. Ihr habt einen Konfigurator, ihr könnt euch entsprechend mit dem System verbinden. Wir unterstützen Verschlüsselung, Authentifizierung, alles, was entsprechend notwendig ist. Und dann könnt ihr in dem Address Space, wie es bei OPC-UA heißt, einfach durch die Gegend browsen und euch raussuchen, was ihr entsprechend benötigt, was ihr haben wollt. Und dann werden die Datenpunkte angelegt, die Werte empfangen und ihr könnt natürlich auch genauso zurückschreiben. Also wer dort Interesse daran hat, schreibt uns gerne, dann schicken wir euch auch eine Demo-Version für dieses Feature zu. Das ist standardmäßig mit dabei, es kann entsprechend freigeschaltet werden. Das Zweitlieblingsfeature, weil die Visualisierung ist, glaube ich, das erste, worauf alle am meisten gewartet haben, ist aber für die 7.0 die Modbus-Geräte, die wir entsprechend überarbeitet haben. Bisher war es so, dass man die Register einzeln erstellen musste und das konnte dann doch in etwas mehr Fleißarbeit ausarten und insbesondere, wenn man das Gerät dann noch einmal anlegen musste, bedeutete das meistens nochmal Fleißarbeit. Ja, ich weiß, duplizieren ist eine Sache, die seit ein paar Versionen verfügbar ist, das war somit schon mal einfacher. Nichtsdestotrotz wollten wir die Gelegenheit nutzen, die neuen Funktionen, die die Konsole jetzt auch bietet, für die Modbus-Geräte in Benutzung zu bringen und haben deswegen das neue Modbus-Gerät erstellt. Das ist listenbasiert, man kann also alle Register entsprechend dort hinterlegen, ähnlich wie auch die Tabellen von den jeweiligen Herstellern meistens zur Verfügung gestellt werden. Und somit hat man eine sehr, sehr gute Übersicht, welche Register es gibt. Man kann die aktivieren, deaktivieren und dann werden die Variablen sehr schnell erstellt. Und das Besondere daran ist, dass wir das Ganze auch als Vorlagen exportieren und dann nachher importieren. Bedeutet, ihr müsst den ganzen Aufwand nur ein einziges Mal treiben. Wenn ihr eine Vorlage entsprechend habt, könnt ihr die dann in allen Systemen einfach schnell wieder importieren und dann sind alle
Register direkt in IP-SymCon verfügbar. Auch Profile werden vollautomatisch erstellt. Das heißt, die Einbindung von Geräten wird wesentlich einfacher. Ebenfalls gibt es sogenannte virtuelle Adressen. Das heißt, man braucht nicht irgendwelche Skripte nutzen, sondern innerhalb der virtuellen Adressen kann man auch mehrere Register zum Beispiel zusammenrechnen. Man kann dort Formeln hinterlegen und all das wird ebenfalls in der Vorlage nachher exportiert und gespeichert, sodass auch solche spezielleren Adressen immer direkt Bestandteil von diesen Vorlagen sind. Das haben wir auch sehr viel genutzt, nämlich für unsere Vorlagen für die Wallboxen. Das heißt, auf der linken Seite sind die Vorlagen, an denen wir aktuell aktiv gearbeitet haben, die dann nachher auch kompatibel mit unserem PV-Überschussoptimierer sind. Und auf der rechten Seite gibt es schon einige Herstellervorlagen, die aus der Community kommen. Das heißt, dort haben wir einen Bereich, wo man Vorlagen miteinander austauschen kann. Wenn ihr also Vorlagen gestellt habt, ja, stellt sie gerne auch bei uns in die Community online, dann können wir gemeinsam daran arbeiten, dass IP-SymCon sehr, sehr, sehr viele Geräte unterstützt. Und wenn ihr Wünsche habt für Vorlagen, könnt ihr sie dort natürlich auch entsprechend äußern. Wir werden jetzt nach und nach versuchen, so viele Hersteller wie möglich mit diesen Vorlagen entsprechend auszustatten. Das nächste Thema, ich hatte es schon ganz kurz angesprochen, ist der PV-Überschussoptimierer. Dazu hatten wir ja auch schon einige Webinare und auf unserer Demo ist er ebenfalls zu finden. Das heißt, wer das gleich einmal ausprobieren möchte, auf demo.symcon.de könnt ihr den ausprobieren, könnt schauen, wie funktioniert das Ganze eigentlich. Und der besteht so gesehen aus der Komponente des Optimierers, die seht ihr oben in der Mitte. Dort können ja Geräte hinzugefügt werden, die angeschaltet werden, wenn ihr ja Energie oder Leistung entsprechend übrig habt. Wenn also von der PV-Anlage zu viel Energie kommt und ihr wisst nicht, wohin damit, IP-SymCon kann das für euch übernehmen und je nach Prioritäten entsprechend Geräte anschalten. Und das Besondere ist, was wir noch nicht, glaube ich, vorgestellt hatten, sind die Unterstützung für Wallboxen und E-Fahrzeuge. Das heißt, wenn genügend Energie vorhanden ist, kann auch entsprechend die Wallbox freigeschaltet werden und das E-Auto. Das Besondere daran ist, wenn ihr das Auto in Priorität 1 schiebt, könnte es ja sein, dass ihr noch nicht genügend Energie für das E-Fahrzeug habt. Denn ich vermute, die meisten von euch wissen, man braucht mindestens 6 Ampere. Unter 6 Ampere passiert nichts bei so einem E-Auto. Und ja, was passiert eigentlich, wenn wir ja weniger als 6 Ampere zur Verfügung haben? Dann kann unser Optimierer einfach die nachgelagerten Geräte anschalten, sodass die Energie trotzdem hervorragend genutzt wird und sobald genügend Energie fürs E-Fahrzeug ist, würde dann der Optimierer einmal umschiften und entsprechend das auf Priorität 1 aktivieren. Genau, ich lade euch also herzlich ein, probiert gerne das Modul aus, es ist im Module Store verfügbar, funktioniert natürlich am allerbesten mit der Energieverteilung zusammen, weil man dort dann auch sieht, wo kommt die Energie her und wo geht die Energie hin. Genau, das Beispiel, was ihr hier seht, wir haben ein Webinar, dort wird genau erklärt, wie man das entsprechend aufbaut. Kommen wir nun zu den neuen Dingen. Das, was wir gerne im Jahr 2024, also jetzt sehr zeitnah, vorstellen möchten. Fürs Erste so ein kleines Usability-Update für unsere Homepage. Wir hatten eine eher klassische Statusseite, wo man sehen konnte, wie unsere Services online oder offline oder irgendwie, ob es Probleme gibt. Was aber fehlte und was wir jetzt nachreichen wollen, ist eigentlich ein etwas professionelleres System, bei dem wir auch direkt Rückmeldung geben können. Wenn es mal also eine Störung geben sollte, können wir euch jetzt auf der neuen Statusseite benachrichtigen. Wir können schreiben, wo wir gerade daran arbeiten oder ob es einen Workaround gibt, wie man vielleicht an der Störung vorbeiarbeiten kann. Ihr müsst nicht mehr ins Forum gehen, sondern es gibt eine ganz feste Anlaufstelle, status.symcon.de. Wenn ihr das Gefühl habt, irgendwas funktioniert nicht, guckt da drauf. Entweder da steht schon direkt was drauf oder wir werden dann sehr zeitnah daran arbeiten, dort mit euch sehr proaktiv zu kommunizieren, wenn vielleicht irgendetwas schiefläuft. Tut es zum Glück eigentlich fast nie, aber wir wollen lieber vorbereitet sein, sodass, wenn mal etwas ist, wir dort für euch den besten Service liefern können. Kommen wir nun zur 7.1. 7.0 ist ja entsprechend schon veröffentlicht und die 7.1 ist jetzt unsere nächste Version, an der wir die letzten Woche und Monaten auch schon gearbeitet haben. Und das Erste, was ich dazu vorstellen möchte, ist eine verbesserte Energieverteilung. Die erste Variante war schon sehr gut, aber das Feedback war, dass wenn man dann größere Systeme oder größere Anlagen hat, dann konnte es doch recht schnell unübersichtlich werden oder die 8 Kreise, die man entsprechend anlegen konnte, waren dann irgendwann zu wenig. Und deswegen werden wir in der neuen Variante entsprechend nach den Kategorien gruppieren. Bedeutet, wenn ihr jetzt hier mehrere von den PV-Anlagen habt,
Dann seht ihr, dass es so mehrere Ringe gibt, die so zur Seite gehen. Und das bedeutet, dass es halt mehrere dahinter sind, die gruppiert wurden. Es wird also die Gesamtleistung, die produziert wird, dargestellt. Und sobald ihr drüber hovert, kommt dann entsprechend so ein schöner Overlay-Dialog, der das dann entsprechend aufdröselt. Und dann steht dann entsprechend, ne, welcher String liefert wie viel Leistung aktuell im Moment. Und ihr seht das jetzt gerade bei den Verbrauchern. Dort ist es genauso. Das heißt, man sieht die ganze Summe und kann dann entsprechend, sobald man drüber geht, die Einzelgeräte sich anschauen. Dadurch tut die Energieverteilung das, was sie eigentlich, wofür sie auch gedacht war, euch eine super Übersicht geben. Und nachher in die Tiefe gehen kann man immer noch, aber man soll im ersten Blick immer genau sehen, was passiert eigentlich bei mir im Zuhause. Wir haben dann noch hinzugefügt, unten rechts noch die Wärme. Es fehlte so gesehen eine Kategorie, die sich gewünscht wurde. Die ist jetzt da. Und der zweite Wunsch, der am meisten gewünscht wurde, war für den Speicher die Möglichkeit anzugeben, dass man den Ladestand anzeigen kann. Und somit wird es jetzt möglich sein, eigentlich zu jeder Kategorie oder zu jedem Gerät eine weitere Variable auszuwählen, die in Klammern hinter dem Namen entsprechend vollautomatisch mit angezeigt wird. Also die coolen Workarounds, die die Community währenddessen gebaut hat, werden dann obsolet. Man kann das jetzt einfach zusammenklicken und es funktioniert. Was es noch Neues geben wird, ist das PHP-SDK für die Kachelvisualisierung. Bisher war die Visualisierung ja so, wie wir sie ausgeliefert haben. Man konnte zwar sehr viel customizen, aber ihr konntet noch nicht selbstständig Kacheln in Vollbild hinzufügen. Man konnte mit HTML-Boxen ein bisschen etwas machen. Aber jetzt wollen wir ein echtes SDK dafür anbieten. Das heißt, wenn ihr schon Modulentwickler seid, wird es jetzt oder gibt es zur 7.1 eine Erweiterung, sodass ihr die Kacheln im Vollbild selber über HTML und JavaScript und CSS designen könnt. Und ihr seht, die Community war schon tätig während unserer Beta-Phase. Das heißt, dort haben wir uns ein bisschen etwas ausgeliehen. Vielen Dank dafür an die Entwickler, die das entsprechend gemacht haben. Sodass ihr seht, man kann die Kacheln komplett selber gestalten und in der Instanz, das heißt, wenn ihr eine Wärmepumpe habt, wenn ihr so gesehen ein PHP-Modul baut für eine Wärmepumpe, dann könnt ihr die Darstellung auch komplett anpassen, sodass direkt beim Installieren die Darstellung so ist, wie ihr sie haben möchtet. Das Besondere daran, klar, als Entwickler könnte man auch sagen, ja gut, aber das hätte ich mit so einer HTML-Box vielleicht ja auch selber bauen können. Das Coole an dem SDK ist, wir kümmern uns um die Sicherheit. Bisher war es nämlich erforderlich, wenn man Daten austauschen wollte, entweder die waren nicht Echtzeit oder man musste die HTML-Box neu laden, womit man so ein leichtes Flackern gesehen hat. Unser SDK bietet euch die Funktion, dass ihr in Echtzeit Daten in die Kachel reinpushen könnt, sodass sie sich sofort aktualisiert. Und ihr könnt in der Kachel, wenn ein Button gedrückt wird, entsprechend auch eine Aktion in Symcon ausführen. Und das Ganze läuft dann über unsere offizielle RPC-API, die im Hintergrund korrekt verschlüsselt ist und mit Benutzerauthentifizierung abgesichert ist. Das heißt, ihr als Entwickler müsst euch um diese, ich nenne sie schwierigen Dinge, gar nicht mehr kümmern. Ihr kümmert euch einfach nur ums schön Aussehen und um die Funktionalität, dass es in der Kachel einfach cool wird. Genau, somit das SDK zur 7.1 verfügbar, könnt ihr direkt dann damit starten. Das nächste Thema ist die Symbox und dort möchten wir oder eine Funktion hinzufügen, die insbesondere für unsere Integratoren interessant ist. Und zwar möchten wir gerne eine VPN-Funktionalität direkt in die Symbox einbauen. Die Symbox, wenn sie entsprechend auf der Baustelle ist, darf einfach jetzt das erste Gerät sein. Ihr baut sie ein, ihr habt dort VPN dann vor Ort. Ihr könnt noch, bevor eigentlich die Visualisierung eingerichtet wird, könnt ihr die Box dazu nutzen, um in das Netzwerk auf der Baustelle entsprechend reinzukommen. Ihr könnt dort dann, was weiß ich, den Wechselrichter konfigurieren, die Wallboxen konfigurieren. Das heißt, wenn so gesehen die Symbox drin ist, hat sie Zugriff auf das Netzwerk dahinter. Das Ganze entsprechend entweder, wenn ihr es selber komplett machen wollt, ein WireGuard wird im Backend verwendet, das heißt ein WireGuard-Server ist auf der Symbox aktiv und ihr könnt ihn entweder selber konfigurieren oder ihr nützt eine der ZeroConf-VPN-Lösungen, die auf WireGuard basieren und wir werden dort standardmäßig ein Modul für Tailscale anbieten. Aber das ist Open Source, das Modul. Das heißt, wenn ihr einen Anbieter XY habt, den ihr besser findet, könnt ihr unser Modul ganz sicher auch auf den anpassen und münzen. Denn wichtig ist, WireGuard wird in der Symbox inklusive mit drin sein und darüber kommt ihr direkt auf die Symbox entsprechend mit drauf. Was nicht fehlen darf, ist natürlich, dass der Kunde sich dabei sicher fühlt. So ein VPN-Zugriff bietet ja nun die Möglichkeit, dass wirklich der Integrator oder wer auch immer diesen VPN-Zugriff hat, in das ganze Netzwerk rein darf und deswegen möchten wir im
entsprechend im Modul auch anbieten, dass der Endkunde über die Visualisierung sagen kann, VPN wird aktiviert oder deaktiviert, sodass man, dass der Kunde auf der Visu sieht, alles klar, jetzt bin ich sicher, der Integrator ist auf jeden Fall nicht in meinem Netzwerk, in meinem VPN drin. Sollte es zu einem Problem kommen, sodass das entsprechend analysieren soll, dann kann man den Knopf drücken, VPN wird aktiviert, der Integrator kann tätig werden und kann dann entsprechend seine Analyse durchführen und dann kann man es entsprechend wieder deaktivieren. Das Coole ist einfach, es ist direkt alles in der Synbox inkludiert, man braucht nicht irgendwelche weiteren Geräte. Das Beste daran, Public Beta direkt nächste Woche. Das heißt, alles, was wir gezeigt haben, ist entsprechend schon fertig. Wir werden das also im Laufe der nächsten Woche so veröffentlichen, dass ihr direkt schon testen und ausprobieren könnt und uns dann entsprechend auch natürlich Feedback geben könnt, wie gut alles für euch funktioniert oder ob ihr natürlich noch Wünsche habt. Kommen wir nun zu einem ganz anderen Thema und zwar um Partnerschaften. Wir haben zusammen mit SNOM ein richtig cooles Modul in den letzten Monaten entwickelt. Wir möchten nämlich mehr Möglichkeiten bieten, wie man mit IP-SYMCON interagieren kann, welche Geräte man natürlich auch an IP-SYMCON anbinden kann und natürlich auch insbesondere, wie man unsere SYMBOX nutzen kann. Und so kann man sich vorstellen, dass das Telefon direkt zu einem Gebäudemanager wird, wenn man das mit der SYMBOX kombiniert, denn die SYMBOX kennt sich auf der Seite der Gebäudeautomation hervorragend aus und so gesehen sind wiederum die SNOM-Telefone in sehr vielen Hotels oder Betrieben direkt schon installiert und in dem Moment, wo wir das beides verzahnen, kann man entsprechend sich irgendwelche extra Displays einsparen und einfach sagen, wir nutzen doch das, was auf dem Schreibtisch eh schon da ist und verknüpfen das aber einfach mit der Gebäudeleittechnik. Und das Modul, welches auch ab sofort im Module Store für die SNOM-Telefone verfügbar ist, unterstützt so gesehen, dass man beliebige Aktionen in IP-SYMCON ausführen kann. Das heißt, alles, was ihr dort an Variablen schalten könnt, alles, was es an Aktionen und Ablaufplänen entsprechend gibt, können einfach direkt über einen Tastendruck am Telefon ausgeführt werden. Und in die andere Richtung natürlich ebenfalls Feedback von Zuständen in IP-SYMCON kann auf die LEDs, die am Telefon verfügbar sind, zurückgelegt werden. Das heißt, die LED kann dann rot, grün oder gelb leuchten. Das heißt, dort habt ihr ganz viele Verknüpfungsmöglichkeiten und die Einrichtung ist dabei besonders einfach. Einfach Modul installieren, IP-Adresse eintippen und die Tasten entsprechend miteinander verknüpfen. Genau, das ist auch nur der Startpunkt von dem, was wir uns bisher gemeinsam entwickelt haben. Natürlich wollen wir schauen, dass wir dort an dem Modul weiterentwickeln und noch mehr Funktionalitäten bieten. Aber wir freuen uns erstmal, dass wir den ersten Schritt hier gemacht haben und dass ihr damit ab sofort auch starten könnt. Das zweite Modul, das wir heute vorstellen, ist die eKey Bionics Integration. Wir sind einer der wenigen offiziellen Integration Partner für das eKey Bionics System. Und das ist das neue System von eKey, welches ja über die Cloud konfiguriert wird. Die Fingerscanner sind dort entsprechend über den Controller, über die Cloud zugreifbar. Und das ist auch entsprechend die API, welche über die wir oder über die IP-SYMCON mit dem System kommunizieren kann. Dabei ist es nicht darauf beschränkt, nur auf eins, sondern alle Systeme, die im Konto bei eKey hinterlegt sind, können in IP-SYMCON hinzugefügt werden. Und es gibt die Möglichkeit, bis zu 5 Webhooks zu hinterlegen. Das ist so gesehen die Limitation innerhalb des eKey-Systems, dass es aktuell nur 5 Webhooks gibt, aber die könnt ihr hinzufügen. Und auch da, genauso wie bei der SNOM-Integration, ihr könnt beliebige Variablen, Ablaufpläne dort verknüpfen, sodass, wenn ihr nach Hause kommt, über dem Fingerscanner mit einem bestimmten Finger entsprechend drüber fahrt, dass dann genau diese Aktion ausgeführt wird. Und die Aktionen sind natürlich auch in der eKey-App verfügbar. Ich weiß, es gibt jetzt die neue Kachelvisualisierung, dort habt ihr dann alles drin. Aber um die Verknüpfung nochmal zu zeigen, auch in der eKey-App sind dann diese Aktionen verfügbar. Und das ist so gesehen auch der Startpunkt, um die dann mit dem Finger verknüpfen zu können. Ihr seht, unser schickes Logo zeigt, dass das unsere offizielle Integration ist und nicht ein ganz normaler HTTP-Request. Um die Sicherheit kümmern wir uns natürlich selbstständig. Das heißt, da müsst ihr nichts machen, sondern einfach nur verknüpfen und loslegen. Kommen wir als nächstes zu unserem neuen YouTube-Format. Der Stefan ist auch hier vor Ort, das heißt für alle, die ihn noch nicht gesehen haben, ihr könnt ihn nachher auch noch kennenlernen und ihm Feedback zu seinen Videos geben. Bisher ist das Feedback ganz großartig zu den Community-Videos. Dort war ja die Idee, dass wir Module aus der Community nehmen, die am meisten heruntergeladen oder am meisten nachgefragt wurden und einfach Starthilfe geben zum Einrichten, wie die entsprechend funktionieren, was für ein Feature-Set die entsprechend mitbringen und wie man alles einrichtet,
So eine ZigBee2MQTT-Einrichtung ist vielleicht nicht ganz so simpel, aber Stefan führt euch dort Schritt für Schritt entsprechend durch und hilft euch dann dabei. Das war auch die Staffel 1 von unserem neuen Format. Es wird jetzt direkt nächsten Mittwoch Staffel 2 geben und dort werden wir entsprechend 3 Videos für das Thema Visualisierung mit IBS View bringen. Und Stefan startet am Mittwoch damit, das heißt am Mittwoch ist das Video verfügbar. Abonniert gerne unseren YouTube-Kanal und dann bekommt ihr alle Infos zu IPS View, zu den Installationen, zu den Grundlagen und natürlich auch alle ersten Schritte. Und danach gibt es noch 2 weitere Teile, die euch die komplexeren Dinge natürlich auch noch zeigen. Kommen wir nun zum Thema 7.x. 7.x, weil entsprechend, wir schauen noch, vielleicht gibt es noch eine kleinere 7.2 dazwischen, vielleicht wird es also eine 7.3, wo die Themen landen. Auf jeden Fall wollen wir euch trotzdem schon mal einen Ausblick geben, in welche Richtung geht es. So, nun versuche ich das erst noch mal in einen kleinen Rätsel zu verpacken. Und zwar waren wir im letzten Jahr doch sehr viel unterwegs und hatten die Gelegenheit, IPSymCon zu zeigen und Feedback nochmal von Leuten zu kriegen, die dann direkt dran saßen, wo wir hinter denen stehen konnten und schauen konnten, wo bleiben die Leute eigentlich hängen? Wo können wir noch was an unserem Produkt verbessern? Wo können wir Dinge intuitiver machen? Und eins der Dinge, die irgendwie immer wieder auftauchte, war, warum wird jetzt hier ein Slider angezeigt? Und ich hätte doch aber gerne eine Auswahl von mehreren Elementen. Ach so, da müssen wir in die Dokumentation nachgucken und im Suffix Prozent reinschreiben. Selbstverständlich, das ist total intuitiv. Nachdem man es einmal gelernt hat, weiß man das wahrscheinlich. Aber wir haben identifiziert, dass das eine große Baustelle ist, an der wir definitiv etwas verbessern können. Und deswegen wollen wir weg vom Profilmanager, den werden wir einfach entsprechend langfristig entfernen und wir werden einen sogenannten Darstellungsmanager hinzufügen, der das Ganze konzeptionell einfach umdreht und sagt, wählt euch doch einfach aus, was ihr haben wollt. Und wir kümmern uns dann entsprechend darum, das auch euch anzuzeigen und dass das Ganze einfach andersrum ist. Es ist einfach, what you see is what you get. Ihr wählt entsprechend die Variable aus. Ihr wählt entsprechend aus, wie soll es aussehen? Und wir oder die IPSymCon und die Visualisierung kümmern sich darum. Und das ist auch noch nicht alles, weil das, was ihr jetzt hier seht, sind entsprechend nur von uns kurierte Vorlagen, um euch so eine Idee zu liefern, in welche Richtung es geht. Ihr könnt natürlich alle Sachen noch komplett customizen. Das heißt, all die Dinge, die früher nicht möglich waren, dass man sagt, aber ich hätte jetzt gerne ein 1000er-Trennzeichen oder ich hätte jetzt gerne im Datumsformat noch den Wochentag mit integriert. Das war bisher mit unserem Profilmanager, mit den wenigen Möglichkeiten und den Feldern, die uns zur Verfügung standen, nicht wirklich realisierbar. Und deswegen haben wir das Ganze konzeptionell nochmal angefasst, haben gesagt, es gibt viel mehr Möglichkeiten und Darstellungsparameter, sodass wir jetzt dort auch eigentlich ziemlich beliebig erweitern können und die Darstellung so optimieren können, dass ihr genau das seht, was ihr gerne sehen wollt. Und ich glaube, ich habe jetzt schon genügend an Futter geliefert, denn die Demo-Session im Anschluss nach der Keynote, die entsprechend Nils und Till zeigen werden, da werden sie euch hands-on den Prototyp zeigen, an dem sie wirklich hart gearbeitet haben die letzten Monate. Und da bin ich super gespannt drauf, was es dann, wie das alles funktioniert. Und genau, freut euch da schon darauf. Eine nächste Funktion, KNX Semantic Export, die ETS 6.11 wurde im letzten Jahr, im letzten Quartal entsprechend veröffentlicht und das macht die Einrichtung von KNX und IPSymCon wesentlich leichter. Das heißt, wenn wir diesen neuen Export nutzen und was dort alles leichter wird, das zeige ich aber nachher nochmal in einem Vortrag im Anschluss. Das heißt, jeder, der etwas mit KNX zu tun hat und schon mal sehen möchte, wie funktioniert der semantische Export in der neuen ETS-Version und wie einfach wird die Integration in IPSymCon, der ist herzlich eingeladen, nachher, nach dem Angebot, entsprechend bei mir den Vortrag zu hören zum Thema KNX Semantic Export. Ein anderes bekanntes Thema, welches ich schon letztes Jahr in der Keynote hatte, ist das Thema Meta. Wir haben gesagt, wir kümmern uns im letzten Jahr um dieses Thema. Wir werden da entsprechend reinschauen und das haben wir getan und ich freue mich, dass ich euch sagen kann, dass wir entsprechend in einer Version dieses Jahr einen Meta-Controller integrieren werden. Bedeutet, wir werden Meta-Geräte in IPSymCon integrieren können. Ihr werdet die entsprechend, wir werden mit den schaltbaren, dimmbaren und mit den Geräten für Beschattung starten und uns dann noch über die weiteren Gerätetypen entsprechend weiter voranhangeln. Wichtig ist, die Grundlagen sind gelegt.
wir können schon entsprechend Meta-Geräte ja, schalten. Und ja, wer mehr Interesse an Meta hat und zu dem ganzen Thema, der ist herzlich eingeladen, um 22 Uhr den Vortrag zu sehen, wo ich die Grundlagen zu Meta nochmal erklären werde. Was ist das System eigentlich? Wo kommt das her? Wer macht da eigentlich mit? Und was bedeutet es eigentlich, eine Integration in IP-Syncon dafür zu erstellen? Das heißt, wer Interesse an Meta hat, gerne abends dann entsprechend nochmal einschalten. Da bekommt ihr dann alle Details, wie es funktioniert und wie es da entsprechend weitergeht. Mein letztes Thema für heute, und da freue ich mich am meisten drauf, ist das Thema Automation. Bisher in dem Thema Automation, ich habe Ereignisse hier mit hinzugefügt, auch wenn es nicht im weitesten Sinne in der Konsole zu den Automationen gezählt wird, aber man kann damit eine simple 1:1 Verknüpfung erstellen. Das heißt, wenn etwas passiert, dann kann etwas geschaltet werden. Und ja, im zweiten konnte man das noch erweitern, dass man in den Ereignissen erweiterte Bedingungen hinzufügt und sagt, na gut, wenn bestimmte Bedingungen nicht erfüllt sind, dann soll er halt nicht schalten. Und unsere nächste Möglichkeit, die wir hinzugefügt hatten, waren die Ablaufpläne. Das waren eher sequentielle Abläufe, die dort stattfinden. Das heißt, etwas von oben nach unten wird abgearbeitet. Man kann entsprechend warten. Man kann auch Wenn-Dann-Bedingungen hinzufügen. Und danach kamen dann schon die PHP-Skripte, über die man dann komplett frei innerhalb von IP-Syncon programmieren konnte. Unser Feedback aus dem letzten Jahr war, dass dort eine Lücke ist und dass wir eine große Zielgruppe verpassen, die gerne anders Dinge entsprechend programmiert und die Dinge gerne anders ja, zusammensteckt. Und es wurde einfach gesagt, dass uns ein Logik-Editor fehlt. Und diesen möchten wir euch gerne hinzufügen. Und wenn ihr oder wenn Leute von uns schon dieses Bild wiedererkennen, ist, das sind die guten Workflows. Wir hatten überlegt, ob wir was komplett Neues machen. Und am Ende hatten wir die Möglichkeit, die Workflows vom Andreas zu übernehmen. Und das heißt, wir werden ab sofort direkt integriert einen Logik-Editor in IP-Syncon haben. Für alle, die so gesehen IP-Syncon haben, eine Subskription haben, können ab sofort im Module Store die Workflows installieren. Ihr könnt sie direkt nutzen und wir werden das als Startpunkt nehmen, um entsprechend daran weiterzuarbeiten. Wir werden also den Logik-Editor noch erweitern. Wir wollen den noch mehr in die Konsole integrieren. Wir haben noch Ideen, wie wir den mehr mit unseren Aktionen verknüpfen und natürlich auch, wie wir den noch in das PHP-SDK mehr reinbekommen, sodass man den viel mehr noch bei uns verzahnt reinbekommt. Das heißt, ihr habt dort eine komplette Bandbreite, egal aus welcher Richtung ihr kommt, ob ihr jetzt aus der SPS-Welt kommt, ob ihr mehr so funktional irgendwelche Abläufe von oben nach unten abarbeiten möchtet, ihr habt einfach die volle Bandbreite an Möglichkeiten, um entsprechend in IP-Syncon Sachen zusammenzustecken und ja, zu entscheiden, was passiert eigentlich wann. Somit, das ist, was ich euch gerne mitgeben wollte, was auch ab sofort im Module Store verfügbar ist. Und ja, da freue ich mich ganz besonders darauf, dass wir die Möglichkeit haben, euch das direkt in IP-Syncon zu integrieren. Nun bin ich am Ende von der Keynote angelangt und was mir übrig bleibt, ist euch nochmal einzuladen zum nächsten Jahr bereits. Denn wie ihr vielleicht mitbekommen habt, es gibt ein Muster, es ist nämlich immer die letzte Januarwoche, also das ist der letzte Samstag im Januar, an dem wir unser Event stattfinden lassen. Diesmal war das das 7. Event, nächstes Jahr wird es das 8. entsprechend sein. Das heißt, wenn ihr möchtet, tragt euch das gerne schon im Kalender ein. Ja, kommt gerne nach oben nach Lübeck zu uns und seid vor Ort mit dabei, dass man auch noch mal mehr in Gespräche gehen kann. Genau, da freuen wir uns sehr drüber, insbesondere natürlich an alle, die jetzt hier vor Ort sind. Das war die Keynote. Ich hoffe, es gab viele tolle Neuigkeiten für euch und ja, ich wünsche euch noch ganz viel Spaß mit den Vorträgen, die kommen werden. Da geht es mit der Demo-Session weiter. Danach gibt es Neuigkeiten ja von IPS View. Da machen wir eine Pause. Dann gibt es noch einige andere weitere Vorträge. Bleibt also dabei und ich wünsche euch dann noch einen schönen Abend und schönen Nachmittag mit uns.